Eine Brustvergrößerung bei einer Dame oder einer jungen Frau ist natürlich immer dann sinnvoll, wenn die Brüste sehr juvenil sind, also kindlich oder nicht besonders groß sind. Und in dem Fall planen wir hier die Brustvergrößerung in einer sehr natürlichen Variante, bezogen auf ihre Körpergröße, ihre Taille und natürlich auch auf die Proportionen. Sie hat natürlich eine sehr kleine, einen Abstand zwischen der Mamilla und der Unterbrustfalte. Das erschwert die Situation, aber trotzdem möchte sie eine sehr natürliche, aber eine füllige Brust haben. Das ist auch der Grund. Man sieht hier von der Seite sehr schön, wie klein die Brust jetzt ist. Und das ist der Grund, wieso sie keine Standardbrustvergrößerung haben möchte, sondern von einem plastischen Chirurgen der Haute Couture-Klasse. Das ist allerdings etwas aufwendiger von der Zeit her, auch von den Materialien her, und das Implantat ist eine besondere Anfertigung. Aber ich denke, dann hat sie genau ihren Wunsch entsprechend eine Brustvergrößerung bekommen.